So, Hallihallöchen, Handsome Peter hier, willkommen zurück in der Arena Nummer 3 bei Major Bob. Wir müssen jetzt hier zwei Schalter finden in den Mülleimern und die müssen wir hintereinander finden. Und ich glaube, die waren beide immer nah beieinander. Und wenn man den zweiten nicht sofort gefunden hat, hier ist ein Hebel. Dann resettet sich das Ganze und es wird zufällig woanders hingesetzt. Okay. Vielleicht daneben? Nein. Und hey, das Schloss wurde wieder verriegelt. Super, wir können jetzt ein paar damit verbringen, Müll zu durchsuchen. Okay, hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Auch nichts. Nee, auch nicht. Hier ist nichts. Okay, gucken wir mal oben. Nee. Hier? Nichts. Dann hier? Nee. Hier oben? Nein, da haben wir ja nur noch zwei Mülleimer. Hier ist ein Hebel. Okay, und dann hier. Ich raff das nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das mit den Hebeln funktioniert. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das wird richtig ätzend. Hilbert, du Champion. Genau, er hat deinen Spitznamen. Experte für Elektro, Vogel und Wasser. Ja, ja. Paralyse. Ja, super. Das Rätsel ist mega der Rotz. Weil es gibt keine Hinweise, wo der Schalter auch nur annähernd sein kann. Das ist einfach, weiß nicht, pures Glück oder so. Also, hier ist ein Hebel. Das erste Schloss wurde entriegelt. Ah, okay, perfekt. Es kommt einfach random danach irgendwo der zweite Hebel und ich glaube, der ist immer daneben. Gucken wir noch hier. Hier ist nichts. Bücher? Wow, und wenn Bücher über Pokémon. Du wunderst dich, warum er lesen kann. Okay, hi. Hey Kleiner, was hast du hier verloren? Im Kampf hast du keine große Chance, so viel ist sicher. Lass mich dir etwas erzählen. Während der Pokémon-Feldzüge haben mich meine Elektro-Pokémon gerettet. Sie haben meine Gegner mit Strom paralysiert. Das gleiche steht dir nun bevor. Mach dich bereit zu sterben. Wow, okay. Er hat vietnamesische Flashbacks. Und setzt Voltball ein. Wen haben wir an erster Stelle? Gilbert. Okay, wir werden auf jeden Fall den Ruckzuck-Hieb brauchen. Und nur einsetzen. Oh Mann! X-Tempo. Oh, perfekt. Er hat einfach so kurz ein Item verschwendet. Weil mit dem Ruckzuck-Hieb sind wir eh schneller. Oh, danke an den kritischen Treffer. So, Pikachu! Wir lassen es bei Gilbert. Er macht einfach so viel Schaden wie möglich, würde ich sagen. Komm, Half-Life, Half-Life, Half-Life. Oh, ja, oh, ja. Oh, noch besser! Oh, Gilbert! Ich liebe dich. Okay, und ein Raichu. Alter, ist Raichu fett! Also, Pikachu war schon fett, aber Raichu ist noch viel fetter! Fetti, fetti, fetti. Oh, okay, aber Volltreffer. Ich habe mich schon gefragt, Alter, was war das für ein Schaden? Und Raichu ist tanky. Okay, nochmal ein Ruckzuck-Hieb. Ich hoffe, die können immer noch keine Tränke einsetzen. Donnerblitz. Alles klar. Aua. Das war nicht mal ein kritischer Treffer. Das waren 60 KP. Gib ihm Blubstrahl. Scheiße, er greift zuerst an. Komm schon. Martin! Okay, das war ein Volltreffer. Rip Gilbert, ich hätte es nicht ahnen können, dass der... Da hätte ja auch der Trank nicht geholfen. Ja. Wow, du weißt, wie man kämpft, Kleiner. Als Auszeichnung vielleicht dir den Donnerorden. Und 2376 Cash. Der Donnerorden erhöht die Initiative deiner Pokémon. Außerdem können deine Pokémon nun jederzeit Fliegen einsetzen. Du bist ein besonderer Junge, nimm das hier. Danke, das hat mir meine Mama auch gesagt. TM24 ist Donnerblitz. Elektro-Pokémon können diese Attacke erlernen. Also keins von unseren nehme ich an. Auch wenn Donnerblitz eine schön starke Attacke ist. Pikachu, da oh, Melly kann es lernen. Ich überleg's mir. Schön, und damit haben wir auch den dritten Orden in der Tasche. Und spazieren als Sieger hier heraus. Ah, Mann. Wer hätte ahnen können, dass das so viel Schaden macht? Also ja, wir haben eine Schwäche, aber mein Gott, man muss es nicht übertreiben. Ich glaube, Gilberts Spezialwert ist auch nicht so hoch. Der geht mehr auf Verteidigung, glaube ich.
Gut, also beleben wir ihn einmal wieder. Er hat tapfer gekämpft, er hat einen Pikachu gewonshottet. Das sollte man nicht verachten. Okay, wir benötigen den Pokémon. Dankeschön. Deine Pokémon sind wieder schon fit. Komm wieder zur Video vorbei. Schön. Damit haben wir jetzt auch den dritten Orden. Und unser nächstes Ziel ist eine gute Frage. Ich glaube, wir müssen durch den Dickdar-Tunnel, kann das sein? So, Route 24, da oben waren wir. Wir sind hier lang, genau. MS Anne, da waren wir. Und dann wäre das nächste Route 9. Ah, wir müssen zurück. Wir müssen zurück nach oben. Ja, nix da, Dickdar-Tunnel. Wir gehen den normalen Weg nach oben, weil ich habe das Gefühl, wir haben noch jemanden vergessen, dass hier irgendwo noch ein Gehilfe vom Professor ist. Ich habe es einfach im Urin. Ich weiß nicht mehr wo, aber ich habe es so in meinem Pipi. Also gucken wir nochmal. Warte, hier können wir ja nicht durch. Ich schiebe Wache. Ich habe so Durst. Moment! Durchgang ist gesperrt. Naja, ich wollte eh hier rein. Hier ist kein Professorengehilfe. Ich glaube, der war an der Pokémon-Pension oder irgendwo in... Gott, wie heißt denn die Stadt? Azuria? Gute Frage. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Stadt hieß, wo wir davor waren. Schwache Leistung. Also hier ist auf jeden Fall die Pokémon-Pension. Checken wir einmal kurz. Runter. Okay, Gras. Ja, geht auch noch. Nochmal Gras. Au, jetzt wird's gefährlich. Okay, kein Kampf. Und auch... Ne, nun... Gentleman. Vielleicht die Pension. Soll ich eins deiner Pokémon großziehen? Wir können ihm Melly geben. Komm, wir geben ihm Melly. Okay, ich komme euch eine Weile um Melly. Komm später wieder vorbei und vergiss dein Pokémon ja nicht. Tschüss, Melly. Also hier war der Assistent nicht. Wo kann er denn sein? Ich meine, dass er hier irgendwo zu finden war. Oder gab es in die P-Teile echt erst nachdem man 30 Pokémon gefangen hat. Das wäre schon krass. So, wir nutzen mal die Abkürzung. Im Markt ist er nicht. Du bist kein Gehilfe. Oder ist er vielleicht im Markt? Nö. Okay, dann brauchen wir dich nicht. Was ist hier? Fahrradladen. Ah! Da können wir unser Fahrrad holen. Hallo, ich habe einen Coupon. Du bist auch kein Gehilfe. Fahrräder sind ziemlich cool, aber unheimlich teuer. Oh, das ist ein Radcoupon. Okay, es gehört dir. Yeah, wir haben ein Fahrrad. Das wir nicht drin fahren können. Ich möchte ein Hollandrad kaufen. Ein Mountainbike hat keinen Gepäckträger. Ach, Frauen und Sonnenwünsche, ey. Der Busch vor dem Laden steht im Weg. Vielleicht gibt es einen anderen Weg. Wenn man so drüber nachdenkt. Hier sind nur alte Leute drin. Hier ist das Pokémon Center. Da ist er doch bestimmt auch nicht, oder? Nee. Mensch, wo kann der sein? Ich habe keine Ahnung. Nee, dann sind wir im Kreis gelaufen. Okay, keine Ahnung, wo der Assistent war. Keine P-Teile für uns, aber dafür ist das Pokémon ja in Pension. Das zählt auch, dass wir es leveln. Nee, hier gibt's nichts mehr. Gut, spazieren wir einmal noch kurz durchs Haus, weil wir müssen ja durch. Schaufler geben immer noch nicht zurück. Und wir können jetzt hier nach rechts weiter. Weil davor wäre immer dieser kleine Busch im Weg gewesen. Ich drücke immer die falsche Taste. Ah, und weiter geht's. Gleich zu einem neuen Kampf. Du trägst Pokémon bei dir? Lass uns kämpfen. Und dramatische Kampfmusik setzt ein. Eine Pfadfinderin möchte kämpfen. Vier Pokémon, ach du Scheiße. Aber ein Pflanzen-Pokémon und wir haben jetzt eine Flugattacke. Gebert, zeig ihr den Flügelschlag. Mach dich fertig. Mit Eleganz und Grazie und tschüss. Lurapla wurde besiegt.
Noch ein Knuffenser. Alter, Pflanzen-Pokémon. Super. Oh, ist ganz gut mit unserer Flug-Wasser-Kombination, weil für die meisten Gegner haben wir dann Martin. Und für die Gegner, die Martin countern, haben wir Gilbert, mit Ausnahme von Elektro-Pokémon. Ganz gut. Und gegen Drachen-Pokémon waren ja sowohl Feuerwasser- als auch Pflanz-Attacken schwach, deswegen haben wir da auch Gilbert zur Not. So, nochmal ein Knuffenser. Ja, ich will nicht wechseln. Das war der Geräusch deines baldigen Todes, Knuffenser. Ade. Die Attacke ist sehr effektiv. Auch Knuffenser wurde besiegt. Du hast gewonnen. Ah, tschüss. Oh. Oh, guck mal, wir können hier den Ballstab und sogar einen Kampf vermeiden. Nochmal eine TM. Jetzt gib uns nochmal eine coole Attacke. Teleport. Wow, super. Okay, komm, wir machen den Kampf. Wow, da muss man echt nah zu dir. Endlich kommt jemand. Mir war richtig langweilig. Ja, wenn du hier das Item so dumm versteckst, dass man auch einfach vorbeigehen kann. Und weil du nur so einen Tunnelblick hast, nicht meine Schuld. So, Flugattacken sind auch gegen Kampf-Pokémon effektiv, habe ich gehört. Ach, jetzt ist Gilberts Zeit. Hm? Nicht tot? Ach komm. Ach, Gilbert. Machalo wurde besiegt und Gilbert hat ein Level Up. Und noch ein Onix. Ah, da wechsle ich doch lieber. Martin. Oh, Martin ist unterlevelt. Alles klar. So. Ah, jetzt merkt man schon, die Level-Differenz wird größer. Die Gegner haben Level 20 und wir haben Level 30. Na, jetzt wird's doch easy. War das etwa schon alles? Oh, ich habe gar kein einsatzbereites Pokémon mehr übrig. Scheiße. Tja, du Muskelprotz. Muss mal nächstes Mal besser drauf achten, ne? Gucken wir nochmal kurz nach oben. Route 9, Azuria City. Ja, ich habe vorhin Azuria gesagt, ne? Hoffe ich mal. Hey, wer bist du? Deine Pokémon sehen fit aus. Machen wir sie gleich mal noch fitter, indem wir ihnen Level-Ups geben. Komm, Pfadfinder. Gib uns deine Pflanzen-Pokémon oder auch nicht. Ich habe gehofft, du hättest ein Pflanzen-Pokémon. Das setzt mich jetzt in Verlegenheit. Brüller. Was willst du denn damit bewirken? Volltreffer. Vulcano wurde besiegt, Gilbert erhält Erfahrungspunkte. Nochmal ein Glumanda. Ach komm, wenn die schon nach Martin schreien, dann geben wir ihn Martin. Setz den Blubstrahl ein. Tschüss, Glumanda. Die Attacke ist sehr effektiv. Glumanda wurde besiegt, Martin erhält Erfahrungspunkte. Schnell und präzise besiegt. Ja, dich. So, nochmal ein kampfbereiter junger Mann. Junge. Ich stehe jeden Tag früh auf, um meine Pokémon in ihren Kokor zu pflegen. Oh nein, er hat Kokor-Pokémon. Ihr wisst, was kommt, Leute. Härtner. Oder. Wo ist der Kokor hin? Flug? Es ist ein Käfer-Pokémon, also sollte Flug effektiv sein. Ah, Flug ist effektiv. Oh, jetzt mit einer Flugattacke ist das ganze Spiel so viel einfacher. Oh. Nochmal ein Bibor. Wo sind deine scheiß Kokors? Du hast uns angelogen wegen den Kokors. Was soll denn der Scheiß? Fast verdient. Peter besiegt einen Käfersammler. Das war die reinste Zeitverschwendung. So. Gras. Und wir sind im Kreis gelaufen und oben ist kein Item mehr. Nö. Na, perfekt. Dann haben wir auch die Trainer noch besiegt. Und wir können dann hier unten weiter. Und ich glaube, das ist eine Sackgasse. Oder? Oder auch nicht. Nochmal ein Wanderer. Okay, er blockiert den ganzen unteren Pfad. Ha, wie wär's mit einem Kampf? Okay. Wanderer möchte kämpfen. Ja, ich hätte Pokémon auswechseln sollen. Gilbert, du packst das. Ruckzuckhieb. Wird nicht so viel Schaden machen, ne? Ja. Finale, jawoll.
Was für ein Arschloch, ey. Ah. Selbstaufopferung. Sehr schön. Und noch ein Onix. Onix kann aber kein Finale, ne? Ah, trotzdem nehmen wir Martin. Gib was genug. Komm zurück. Los, Martin! Martin kriegt jetzt ein Level-Up. Das spüre ich. Ach, Mano. Dann beim nächsten Kampf. Ha, einfacher Kampf. Ach ja. Dann würde ich sagen, hier an dieser Stelle gleich. Hier an dieser Stelle machen wir im nächsten Part weiter. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans und Peter. Ciao.